Jo, liebe Leute, wie geht's euch stets? Hier ist wieder Siguro und ich begrüße euch zurück zu City Skylines. Weiter geht's mit Grunsbüttel. Ich find's immer noch Wahnsinn, dass mir dieser Name eingefallen ist. Was haben wir denn hier? Wir haben 15.000. Okay, warte mal, wenn ich nah ranzoome, höre ich Regen. Und wenn ich weit weg... Ach so, dann höre ich wahrscheinlich den, wie soll ich es nennen? Wind, Himmelswind, keine Ahnung. Windrauschen, whatever. Und irgendwie, also ich fand Regen in Minecraft schon immer nervig, aber hier ist er genauso nervig. Kann man das? Warte mal. Audio, Umgebungslautstärke. Ist das leiser geworden? Ich weiß es nicht. Hä? Was habt ihr denn? Ach, verlassen. Okay, ja, gut. Das regelt sich von allein. So, wir brauchen Wohnung und Industrie, wollt ihr? Okay. Da geht alles klar. Guck mal, sieht man schon richtig, wie bei der Industrie hier das Feld braun wird. Richtig ekelhaft. Ja gut. Oh, die Straßen werden benutzt. Wahnsinn, hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier total Murks gebaut. Eigentlich hätte ich auch von hier aus direkt so... Ne? Zur Industrie. Aber gut. Egal. Lassen wir jetzt mal so. Straßen. Zweispurige Einbahnstraße. Zweispurige Straße. Ja, zweispurige Einbahnstraße kann ich nicht gebrauchen. Vierspurige Straße. Das wäre hier vielleicht mal ganz sinnig, ne? Wie konnte man noch mal? Konnte man nicht auch irgendwie Straßen aufwerten? Irgendwie konnte man mal Straßen aufwerten. Oder war das nur in, sagt mal schnell. War das nur bei SimCity so? Ah, Straße verbessern. Ah. Ich wollte schon sagen, das muss doch gehen. Ja, ich weiß, ihr seid alle traurig, aber... Tut mir leid, das ist zu eng hier. Ihr verbraucht zu viel. Ihr könnt euch wieder neu ansiedeln. So. Machen wir auch mal voll hier. So. Voll, voll, voll. Alles voll hier. Was hast du, Vögelchen? Haustierroboter kommen bei Kindern unfassbar gut an. Hashtag Cats and Dogs. Aha. Was? Die Straßen sind mit Abwasser überflutet. Der Gestank ist kaum zu... Hä? Wen sie denn Chipperskin? Ja, von mir aus. Hä? Wieso mit Abwasser überflutet? Was soll das denn? Wieso hast du keinen Strom? Was ist das denn jetzt hier? So.
So, jetzt aber, oder? Hä? Ach, du bist hier komplett vom Straßennetz getrennt. Ach, wie kacke ist das denn? So. Ah, das verbindet sich untereinander. Das ist schon mal gut. Jetzt ist hier hinten. Okay, super. Ist jetzt. Ne, warte mal. Hier ist Frischwasser. Hier unten ist doch Abwasser, oder? Frischwasser, Abwasser. Okay, alles gut. Was habt ihr hier? Müllberge. Haben wir schon eine Müllabfuhr? Mülldeponie-Auslassung 24. Müllverbrennungsstatus, ja, haben wir noch nicht. Tut mir leid. Mülldeponie 24%. Also eigentlich müsste... Ja, hier kommt wenig an, ne? Ach, das müsste aber eigentlich gehen, Leute. Müsste schon irgendwie mit klarkommen. Was ist das? Gesundheitswesen. Friedhof. Ja, braucht man glaube ich erstmal nicht. Wir waren bei Industrie. Wir waren bei Industrie. Okay. Ich glaube, bei Industrie brauchen wir noch nicht wirklich. Könnte vielleicht wieder hell werden. Ist gerade irgendwie keine Verbesserung. Ach so. Ich wollte keine Verbesserung. Komm. Ja. So ist gut. So. Ja, das war klar, dass das nicht geht. Ja, war auch klar eigentlich. Ja. So, da geht's aber. So. Machen wir hier. So, damit wir eine vernünftige Kreuzung haben hier, damit die auch rüberkommen. So, und dann machen wir jetzt Industrie. Nee, warte mal. War das Auswahl? Ja. So, nein, du nicht. Du nicht. Warum sind denn hier so einzelne? Das hier soll eigentlich Wohnort bleiben. So, das haben wir jetzt. Ach komm, von mir aus bleibt das halt Industrie. Ist mir jetzt auch egal. So. Was ist denn hiermit? Hallo? Kann nicht, oder was? Ach so, da ist die Mülldeponie. Blöd. Alles klar, gut. Haben wir. Ja, das Verlangen nach Industrie. Es kommt. Bisschen Geduld, Leute. Bisschen Geduld. Hier ist schon wieder jede Menge Müll. Ja, ich glaube, das passt schon. Das wird schon noch geholt. Was haben wir denn hier? Gesundheitswesen.
Feuerwehr. Ist hier sehr rot. Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz so schön, ne? Machen wir hier nochmal eine hin. Was haben wir denn eigentlich? So, Industrie wird nachgeliefert, das ist gut. Gefahr 21%, okay. So. Haben wir. Wir haben kein Darlehen. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Ich glaube, die Industrie kann ruhig noch ein bisschen mehr bezahlen. Das tut, glaube ich, fast Berater für Bauern. Bauen Sie Straßen und grenzen Sie Ihre Gebiete neben Ihnen ab, damit Ihre Bürger einziehen können. Erweitern Sie die Stadt, um weitere Dienstleistungen freizuschalten. Ja. Logisch, sowieso. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Wir machen es so. So. Wir machen jetzt mal ein bisschen rundlich hier. So, das kann schon mal alles grün. So. Von da aus machen wir jetzt einspurige Straßen. So. Was ist denn da? Warum Blende einebnen, abschrägen, glätten? Was ist denn das bitte schön für ein Einebnen? Na komm, hoch mit dir. Nee. Also einebnen ist das definitiv nicht. Erdeverfügbarkeit? Wie kriege ich die denn? Wasserstrukturen, Findling. Okay, müssen wir mal ein bisschen näher ran hier. Das funktioniert sonst, glaube ich, nicht. So. So, da ist zum Beispiel schon wieder zu viel. So, hier ein bisschen mehr. Da ein bisschen weniger. Kann man das nicht irgendwie... Hä? Oh, ich bin im Minus. Ja, kein Wunder. Was? Wieso kein Wasser und wieso kein Strom? Stopp. Was ist denn hier schon wieder? Ach, ist das jetzt ein Scheiß Ernst? Echt jetzt?
Muss ich jetzt echt dafür ein Darlehen? Was ist, wenn ich jetzt mal eben so mache? Nee, ich gehe mal weiter ins Minus. Kacke. Och Leute, was ist denn das jetzt für ein Mist hier? Nehmen. Ja. Ach. Was ist ein Blödsinn hier? Was ist... Willst du mich verkackeiern, ey? So, jetzt aber, komm. Jetzt müsstest du eigentlich wieder Strom haben. Ja. So, und jetzt läuft auch die Pumpe wieder und jetzt geht auch das Wasser weg. Leute. Was macht ihr denn für einen Blödsinn? So, und jetzt habe ich natürlich... Scheiße. Pause. Jetzt habe ich den... Muss ich den Strom wieder hochsetzen. War das bei 120%? Weiter. Stromerzeugung 79 Megawatt. Das reicht nicht, oder? Was habt ihr denn für Probleme hier? Nicht genügend. Achso. Ja gut, dafür siedeln sich jetzt ja wieder neue Leute an. Was habt ihr für ein. Achso, ihr habt ein Wasserproblem. Ja. Machen wir. So. So. Was? Ich soll ein Busdepot bauen? Ach komm. Natürlich gehört das zu grundlegenden Dingen und natürlich kriegt ihr sowas auch. So, und Strom kriegt ihr hier jetzt auch noch. Das ist, ich muss nur eben noch ein bisschen mehr. Komm. Jetzt müsste aber noch nicht genug Strom da, oder was? Muss ich jetzt echt noch ein Kraftwerk bauen? Was kannst du? Fortschrittliche Windturbinen. Unterhalt 200 pro Woche, Kosten 12.000, Verschmutzung 0, Lärmbelästigung 75. 0 bis 20. Und du bringst... muss an... Im Wasser an die Stadt. Geschätzte Produktion... Ja, toll. Ich hab keine Wasserwindzonen. Macht wahrscheinlich nicht viel Sinn dann. Was kostet die? Kostet 6.000, die Hälfte. Kohlekraftwerk. Wo geht denn der Wind hin? Haben wir hier eine Windanzeige? Richtlinie, Wirtschaft, Landschaftsbau... Verfügbarer Strom, warte mal an. Freizeit, Stadtviertel, Gelände, Bevölkerung, Kriminalität, Transport, Wind. Hier wird aber nicht angezeigt, in welche Richtung, ne? Scheint das ja relativ egal zu sein. Also wirkt sich die Verschmutzung nur bodenflächig aus. Im Industriegebiet wäre das eigentlich relativ egal. Ein Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Ja gut, das ist jetzt ja nicht so das Problem.
Straße. So. So, machen wir mal so. Und dann Kohlekraftwerk. Geht das auch hier noch hin? Wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann reiße ich die Stromversorgung ab. Aber der ist wahrscheinlich sogar in dem Radius, oder? Von daher ist das wahrscheinlich sogar noch relativ egal. Scheint zu funktionieren. Okay, wunderbar. Dann haben wir jetzt Strom. Die Industriegebäude sind verlassen. Ja, die kommen schon wieder neu. Das ist kein Problem. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück steht zum Verkauf. Yay! Und was kostet mich das? Welches wäre denn sinnvoll, Leute? Ich weiß es gar nicht.